Heute erzähle ich euch die letzte Geschichte. Die Geschichte heisst «Der heilige Abend». Alle Tiere sind um den Weihnachtsbaum versammelt. Und alle schauen den Weihnachtsbaum ganz bewundernd an. Da fängt die alte Eule an reden. Jedes Jahr am Heiligabend treffen wir uns hier im Wald. Ja, und auch wir vom Stall, sagt Rika. Ja, genau, auch alle wir vom Stall kommen da an, um gemeinsam das Weihnachtsfest zu feiern. Und das Jahr werden wir Gedicht aufsagen und Geschichten erzählen von den Weihnachten. Hat denn irgendjemand etwas vorbereitet? Ja klar, kra, 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 sagt die Krähe und singt ihr selbstgedichtetes Lied. Das Eichhörnli, das dreht das Gedicht vor, das die Rika ihr beigebracht hat. Und die anderen Tiere erzählen auch etwas oder singen ein Lied. Da fehlt nur noch der Bruno und die Rika. Und der Bruno meint, wir können von den Kappern und vom Milchohr erzählen und vom Baltasack. Du meinst mehr vom Kasper Melchior und vom Baltasar, sagt Rika. Das ist eine gute Idee. Fang doch du an, Bruno. Der kleine Bär räuspert sich. Also gut. Vor langer Zeit, da lebt ein Mann namens Josef. Und der, hat er erzählt, Rika tut glücklich an ihrem neuen Freund zuhören, wenn er die Weihnachtsgeschichte erzählt von Maria und von Josef. Das Weihnachtsfest, das ist wirklich ganz ein tolles Fest. Und wir Kinder wünschen euch auch ganz schöne Weihnachten mit ganz, ganz tollen Geschenken.